Kann ich eine Frage stellen, bitte? Frag, Bruder, frag, frag, was immer du auf dem Herzen hast, Bruder. Was ist deine Meinung und Statement zu Sinanji? Tut mir leid, dass ich frage, ne? Gehört nicht zum Thema gerade, Nein, aber nein, du kannst fragen. ist normal die Frage? Ja, ist eine normale Frage. Er ist ja ein erwachsener Mann und er kann ja selber entscheiden. Okay. Oder was dieses Thema angeht, haben sehr viele Menschen, die mit diesem Mann nichts zu tun haben, sehr viele Menschen haben Kacke geredet. Jene hätten die Kacke, hätten die gekackt und nicht geredet, wäre besser gewesen. Und wenn jemand was sagen sollte bezüglich Sinan, dann ist es sein engstes Umfeld. Und da ich dazugehöre, kann ich sagen, ich liebe ihn für die 20 Jahre Freundschaft, aber ich hasse ihn für das, was er gesagt hat, Bruder. Boah. Aber was hat dir jetzt mehr gewünscht? 100%. Das, was er gesagt hat oder diese Freundschaft? Wirst du jetzt dich distanzieren komplett oder denkst du, er hat sich verbessert und wirst du wieder mit denen in Kontakt sein? Wenn ich fragen darf, Bruder, natürlich. ich habe, ich denke mal, viele haben mein Statement gesehen. Viele haben mein Statement gesehen. Und in meinem Statement habe ich klar und deutlich gesagt, klar und deutlich gesagt, dass wenn nur ein Funken an dem, was ihm vorgeworfen wird, sich bewahrheitet, bin ich der Erste, der einen Fick auf diese Freundschaft gibt. Ich oder das Umfeld von uns und ich haben bis zum letzten Tag die Hoffnung nicht daran verloren, dass irgendwas daran fake sein könnte. Okay? Und ist das Video rausgekommen? Es ist das Video rausgekommen. Und ich selber habe mir das Video zwei, dreimal angehört und habe echt daran gehofft, dass daran nichts zu rütteln ist. Dann hat er sich hingesetzt und hat nochmal ein Statement gemacht, wo er bestätigt und bewahrheitet, dass er das gesagt hat. Okay? Und das, was er gesagt hat, Bruder, das, was er gesagt hat, ist weder vertretbar mit meinem Glauben, weder vertretbar mit meiner Kultur, mit meiner Mentalität und dem Kodex, wonach wir leben. Also, guck mal, als du quasi einerseits Warte, 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 lass ihn noch zu Ende reden. Er ist noch nicht kann ich fertig. Lass ihn unterbrechen? noch zu Ende reden. Immer zu Ende Lass ihn reden. fragen, lass ihn fragen. Frag ihn mal, guck mal, frag ihn mal, aber das ist vor 5 Jahren. Nach diesen 5 Jahren hat er das nicht mehr wiederholt. Braucht er eine Therapie oder muss er sich direkt distanzieren? Sehr krasse Frage von einer Person. Ob Weil ich mich diese sofort distanziere? Das ist 5 Jahre her und so, ne? Guck mal, Und Bruder, danach hat er das nicht mal wiederholt. lass Darf mich ich dir dir die von dem andere Frage Werdegang stellen? erzählen. Aber Adam, ich würde Warte. dir gerne eine andere Frage stellen. Bitte schön. Alles, was du gesagt hast, ich bestätige das, unterschreibe das. Weder mit Glauben, mit irgendwas, okay? Aber du, wie lange kennst du Sinan? Ich kenne ihn fast 20 Jahre, Bruder. Okay. Bis Tag und Nacht mit ihm rumgelaufen. Jetzt hat Sinan sowas Korrekt. Abscheuliches gesagt. Korrekt. Sind wir beide einer Meinung, sag? Richtig. Aber sagst du, dass Sinan pädophil ist? Nein. Oder ein Kind was antun könnte? Nein. Nein. Ich kenne ihn, Bruder. Ich kenne ihn. Und wenn du mich jetzt fragst, Gazi, würde Sinan, sage ich dir, Bruder, nein. Ach, könntest du ihm verzeihen? Also und dann weiter mit ihm was unternehmen? Oder diese Twitch-Duo, weil das war einer der besten Duos. Also, Guck mal, weil Bruder. du behauptest, er würde niemals, das war nur Gerede und so, ne? Guck Also mal, Bruder. würde weder ein
Ein Comeback von ich komme, oder wie kann ich das verstehen? Am besten. Guck mal, Bruder. Ich weiß nie, was die Zukunft bringt. Nein. Ganz kurz, Arafat. Ich weiß nicht. Von Frage zu Frage. Ganz kurz, Arafat. Und nur direkt die Frage beantworten. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber was ich dir sagen kann, ist, wenn Allah verzeiht, Bruder, und allvergebend ist, wer bin ich, dass ich nicht verzeihen kann? Gazi, Bruder, das Einzige, Bruder, das Einzige, das, was mich kränkt, das, was mir wehgetan hat, ist das, was er getan hat, zu 100%, und dass er mich und allen anderen angelogen hat. Er hat die ganze Zeit gesagt, das Video ist geschnitten, das stimmt nicht. Wir haben gesagt, Bruder, wenn da was dran ist, dann sag die Wahrheit. Aber vielleicht hat er sich geschämt für diesen Tag. Bruder, aber das... Nein, kann sein. Guck mal, Bruder, die Anschuldigungen sind groß. Es kann sein, dass er sich geschämt hat. Also ganz kurz, du hast gerade... Ich will nur eine Frage stellen, bitte. Bevor ich sie vergesse, du hast gerade gesagt, was er gesagt hat, ist absolut No-Go. Er weiß auch, egal bei uns allen, wer sowas hört, man guckt ihn an, Schock, so starre, zah. Korrekt. Und er hat gehofft, dass das Ganze eigentlich gar nicht rauskommt. Weil, wie du gesagt hast, unser Glaube, unsere Kultur, wie wir aufgewachsen sind, Audubillah, das ist beschämend bis zum geht nicht mehr. Denkst du wirklich, du sagst, sag mir dir was, er hätte das Gesicht, dir das zu sagen, aber wo ich auch verstehen kann, dass er es dir nicht sagt. Weil er sich in Grund und Boden, er würde sagen, bitte Boden, geh auf, ich möchte verschwinden. Gazi, eine Frage, Bruder. Bruder, aus Respekt unserer Freundschaft gegenüber, hätte ich das von ihm verlangt, Bruder, dass er da sitzt und mir die Wahrheit sagt. Eine Frage habe ich jetzt, Gazi. Du hast ja gerade, wo Arafat gefragt hat, weil du Yasinan kennst, du sagst ja selbst, du bist ja 20 Jahre mit ihm befreundet gewesen. Du kennst ihn ja, glaube ich, von uns allen hier am besten, von denen, die hier gerade sitzen. Und du sagst ja, er würde niemals ein Kind anfassen, weil du ihn ja kennst, oder? Korrekt. Aber dann, weil du ihn ja kennst, dann müsstest du doch auch wissen, dass er sowas gesagt hat. Du kennst ihn ja, oder dass er sowas gesagt hätte. Checkst du, was ich meine? Das gibt ja keinen Sinn, weil du sagst ja, du kennst ihn, Bruder, aber wusstest nicht, dass er sowas sagen würde. Warte mal, ganz kurz, Bruder. Kann man auch das andere nicht so verneinen. Ganz kurz, Bruder, guck mal. Ich kann einen Menschen nur vor den Kopf schauen. Was er zu Hause, privat, zwischen seinen vier Wänden macht, das weiß ich nicht, Bruder. Ich kann den Menschen nur vor dem Kopf schauen. Was er für Triebe hat. Warte mal kurz. Momo, gehst du jetzt raus und erklärst deinem Freund, was du für einen Fetisch hast, Bruder? Boah. Nein, aber weil wir sagen ja, du kennst ihn ja und du weißt ja, was er macht. Aber das hätte ja auch keiner erwartet. Ja, Bruder, aber ich sitze mit dem im Auto und er öffnet sich bezüglich seiner Einstellung, Bruder. Ich guck's meine Augen, Bruder. Aber Bruder, wenn jemand solche Fetische hat, dann muss er sich kämpfen lassen, Bruder. Warte, ich habe eine Frage. Wenn man solche Fetische hat, ja, das ist nicht so wie... Warum? Aber wann war das? Checkst du, was ich meine? Aber warum? Momo, warum wirfst du ihm vor, dass er so einen Fetisch hat? Weil das ein Kind ist, Bruder. Natürlich werfe ich das vor, das ist ekelhaft. Gazi Abi. Hat er mal bei dir Andeutungen gemacht und dich mal angefasst? So mäßig? Bruder, hätte er Andeutungen gemacht, wäre ich der Erste, der ein Messer an seinen Rippen verpasst hat, Bruder. Was redest du da? Stark. Guck mal, Barello. Sitz schief, aber red gerade. Kein Spaß. Sitz schief, aber red gerade, Bruder. Dieses Thema ist ein ernstzunehmendes Thema, Bruder. Ja. Und er hat viele von seinen Freunden hat er gekränkt und wehgetan, Bruder. Das ist ein ernstzunehmendes Thema, Bruder. Mach da keinen Spaß draus, Bruder. Sonst bin ich der Erste, der hier raus ist, Bruder. Red gerade und sitz schief, Bruder. Tut mir leid, Abi. Die Frage kommt nicht mehr. Guck mal, Bruder, ich denke... Also ganz ehrlich, Akasi, um das so ein bisschen so... Sag schön. Guck mal, Momo, dass du mich falsch hältst. Nicht, dass jemand mich falsch hält. Ich verurteile komplett, was er gesagt hat. Guck mal, wo ich anfange. Ich verurteile... Guck mal, was ich dir sage.
Ich verurteile, dass er überhaupt ein Video gemacht hat. Ich verurteile, dass er auch sein Glied gezeigt hat. Ich verurteile, was er gesagt hat. Ich verurteile, was er im Video gemacht hat. Ich verurteile, was er mit der anderen Hand gemacht hat. Hör gut zu. Das ganze Video, wir reden, es wurde so in die Öffentlichkeit so geschmissen, dass kleine Kinder das sehen. Erwachsene sehen. Muslime sehen. Keine Muslime sehen. Die nichts damit zu tun haben. Und wurde so krass verbreitet, ja. Jeder schickt ihn. Bei Allah, ich habe es niemand geschickt. Bei Allah, ich habe es mir nicht angeguckt, ja. Weil wenn wir darüber reden, ist alles, was wir sagen, ist Haram. Ich verurteile das alles, was er gemacht hat. Okay. Aber trotzdem sage ich dir, wie ich Sinanji kenne, er würde niemals ein Kind anfassen und was antun. Aber alles, was er gemacht hat, ich verurteile das. Aber er würde das nicht machen. Und ich sag dir, was TikTok ist. Jeder wartet. Guck mal, wir sind doch hier, wir sind doch Brüder und Freunde, nennen wir uns. Stimmt's? Stimmt doch, wa? Natürlich. Alhamdulillah. Morgen, Gott bewahre, kommt ein Video von Razi raus. Egal, was er gemacht hat. Na, warum von mir? Ich hab nur ein Beispiel gemacht. Razi, versteh mich nicht falsch. Irgendein Video kommt von dir. Du kennst so viele Menschen, warum von mir, Bruder? Weil wir gerade zu viert sind. Ich will ein Beispiel machen. Kein Video von Kindern. Astaghfirullah al-Azim, so meint es. So, irgendein Video. Ob du jemand geschlagen hat oder Ausdruck gesagt, ist doch egal was. Mal gucken, wie lange ihr Freunde seid und nicht auf diesen Zug raufspringt und ihn so bloßstellt in der Öffentlichkeit, weil jeder wartet, um den anderen bloßzustellen. Hast du gehört? Reaction da. Die YouTuber, weißt du was? Die sitzen so da. Oder die Twitcher. Die erfreuen sich für so eine Blamage. Es kann mir morgen auch passieren, warte mal bitte, dass ich irgendwas mache. Mal gucken, wie lange er, du oder der mein Freund ist, um mich zu schützen. Es muss auch Freunde geben. Nochmal, ich verurteile alles, was er gemacht hat. Aber ich sage euch, er ist zu viel. Warte, ganz kurz. Ich küsse deine Augen, Bruder. Ich küsse deine Augen, Bruder, bevor ich das vergesse, Bruder. Ein Freund ist ein Freund. Du akzeptierst ihn mit allen Lasten, die er bringt. Okay? Und ich bin meinem Freund zu 100% loyal. Marello, bitte, aber bis wohin? Das ist keine Straßengeschichte, die wir hier haben, Bruder. Verstehst du? Das ist nicht, ey, der ist jemanden abstechen gegangen. Ich gehe das mal eben klären. Oder der eine hat von dem anderen was abgezogen und wir setzen uns hin und machen Khair. Auch Loyalität hat Grenzen. Und erst recht bei so einem Thema, Bruder. 100%. Und darf ich jetzt was dazu sagen? Auch du, Arafat, du sagst ja, wir wollen den blamieren und dies und das. Also ich kann jetzt von mir aus reden. Mir persönlich geht es jetzt nicht hier drum, den Sinan zu blamieren oder sonst was. Wir alle, auch Sinan, sind Figuren von Social Media. Wir sind alle Personen des öffentlichen Lebens, okay? Wenn wir jetzt Scheiße bauen, wie Sinan, Gazi gerade erklärt hat, andere Themen, kann man irgendwo irgendwas reden. Aber bei diesem Thema geht es um Kinder. Das ist ein sensibles Thema. Die Gesellschaft schaut auf Sinan. Jeder sieht, was passiert ist. Und sowas muss man ansprechen und sagen, dass sowas nicht geht. Und jetzt habe ich eine andere Frage, ganz kurz. Ich habe eine andere Frage. Weil jeder sagt ja immer, oh, der arme Sinan, er war in Ekstase. Und oh, der war in dies, der war in das. Der Sinan sagt ja mehrmals zu der... Warte ganz kurz. Der Sinan sagt ja mehrmals zu der Frau im Video, hol die Kleine vor die Kamera. Stellt euch mal vor, die Frau, die ist ja genauso ekelhaft. Die hätte jetzt die Kleine vor die Kamera wirklich geholt. Was wäre dann? Hättet ihr immer noch gesagt, der ist in Ekstase oder was? Das wäre ja dann richtig ekelhaft gewesen. Also allein dieser Gedanke, was passiert ist, ist ekelhaft. Und das muss man wissen, nicht weil man ihn blamieren will oder sonst was, weil dieses Thema mit Kindern ein sensibles Thema ist, das geklärt werden muss, dass man sagt, sowas geht nicht. Wenn das passiert wäre, wir als allererstes... Aber Adam, hast du recht, Mumu. Alles, was du sagst, unterschreibe ich dir. Die Frage ist, ist er pädophil, ja oder nein? Das ist nur meine Frage. Alles, was du sagst, unterschreibe ich dir. Alles falsch, was da passiert ist. Ich traue China nicht zu, wenn er ein Kind zu Hause hat, dass er ihm was antut. Das habe ich gesagt. Alles, was er im Video gemacht hat, guck mal, hörst du mir? Der muss geschlagen werden. Für seine Dummheit. Für das, was er gesagt hat. Okay? Sage ich dir nicht nein.
hol rein. Astaghfirullah, das ist ein absolutes No-Go. Absolut. Aber die Frage aller Fragen, würde Sinan sich praxismäßig an ein Kind vergreifen? Nein. Das ist die Frage. Nein. Das nur da verteidige ich, den Rest, ich verteidige ihn nicht. Versteh mich nicht falsch. Ich bin auch hier nicht sein Retter und seinen Ruf zu retten. Das meine ich. Das sind, Bruder, da sind zwei Welten dazwischen. Wallahi, Abu Adham. 100%. 100%. Lass mich eben kurz zwei Sachen sagen, Bruder. Arafat und Al-Arasi, Bruder. Und Barello und Momo, ihr wisst, ich schätze euch für das, was ihr seid. Ich wertschätze euch, Bruder, auf jeden Fall. Ich habe gerade eine Sache gesagt und da stehe ich zu 100% hinter. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Jetzt aktuell pflege ich keinen Kontakt zu ihm. Aber währenddessen, als das noch nicht bestätigt war, habe ich ihn mehrere Male, vielleicht 100, 200 Mal angerufen. Er ist nicht drangegangen. Ich denke, aus Scham. Aber er ist mir auf jeden Fall eine Rechenschaft schuldig. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Okay? Und wir alle hier sind Muslime und Allah ist allverzeihend, allvergebend. Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist, ich bin am Dienstag inshallah in Berlin bei meinem Bruder Ali. Ich brauche eine Therapie. Er hat mich eingeladen. Ich gehe dahin und alles andere wird da ausführlich nochmal erzählt und erklärt von meiner Seite aus. Ja, Ghazi Abi, kann ich was sagen? Pardon. Aber anstatt dich komplett zu distanzieren und mich anzurufen, wäre nicht besser, wenn du einen Arzt anrufst, ihn in Therapie und ihn, du musst dann Sinan dahin schicken und dann sagen, vielleicht brauchst du Hilfe, vielleicht geht es dir psychisch nicht gut, aber direkt zu distanzieren, ist das vielleicht keine, oder? Sag ich das Falsche gerade? Weil ich weiß aber nicht. Du hast vorhin was Gutes gesagt. Du hast gesagt, diese Tat, ja, die ist 5 Jahre her. Und Allah, ich weiß es nicht. Ja, und nach diesen 5 Jahren hat er Andeutungen gemacht. Hör mal zu. Nach den 5 Jahren, okay, vielleicht hat er sich ja mit sich selber gesprochen, was er da gemacht hat, oder hat das Video gesehen und sagt, Alter, was habe ich da erzählt? Astaghfirullah. Manchmal sagt man ja auch was. In Wut erzähle ich manchmal auch Scheiße und bestimmt. Okay, das kann man nicht vergleichen. Ich weiß, Momo, du brauchst nicht drauf reiten. Aber wenn das 5 Jahre sind, wenn beispielsweise bei Allah noch so ein Video rauskommen würde, ja, beispielsweise, so ähnlich, mit Kind und wieder Kind, ganz ehrlich, dann gibt es gar keine Gnade mehr. Dann, ich sage dir ganz ehrlich, dann würde ich mit dieser Person auch nie wieder A, O, I oder annähernd, dann würde ich sagen, weißt du was, ich würde einen Aufruf machen, löscht ihn, vergiss diesen Menschen. Okay? Und der Staat soll sein Recht holen. Das würde ich machen. Schick ihn mal zum Arzt. Wallah, ja, Razi. Hilfe. Bruder. Ja, du gehst seit 20 Jahren ab, bitte. Arafat, Bruder. Noch bevor ich diesen Mann packe und zur Therapie schicke, es gibt seinen Bruder Roos, es gibt seinen anderen Bruder, es gibt seine engste Verwandten, die sich bestimmt schon hingesetzt haben und mit denen geredet haben, was zu tun ist. Das sind seine Angelegenheit. Wie er es klärt, ist ihm überlassen. Ich lege ihn das nahe. Moralisch, was er gesagt hat, ist für uns nicht vertretbar. Und wie gesagt, Tadal. Ich liebe ihn und schätze ihn für die 20 Jahre Freundschaft, Bruder. Ich kann nicht sagen, so, Bruder. Nein, Bruder. Ich beleidige ihn nicht. Ich habe seine Mutter 20 Jahre lang Tante genannt. Und er hat meine Mutter 20 Jahre lang Tante genannt. Und würdest du inshallah weiter in Zukunft auch Tante nennen? 100%. 100%. Barello, ich will dir ein Beispiel machen. Seine Mutter und sein Vater auf meinen Kopf, Bruder. 100%. Ich will dir ein Beispiel machen. Bruder, ich werde sehr emotional, was dieses Thema angeht, Bruder. Nein, bitte. Ich möchte bitte, dass du einmal darum, ich will dir was sagen. Weil ihr redet alle von Kindern, wie schwerwiegend das ist, ja? Viele sagen, warum redet Arafat so? Ich rede aus eigener Erfahrung so. Ich erkläre dir, warum. Mir wurde vorgeworfen, dass ich die Kinder von Bushido entführen wollte.
Das ist dasselbe in Grün. Das ist aber das bei dir hat es doch nicht gestimmt, Arafat. Hör dem bitte zu. Sie sagen es immer noch. Okay. Mir würde vorgeworfen, ich will die Kinder von Bushido entführen. Er schlag überall in der Schlagzeile. Auf jeden, weißt du, wie erniedrigend sowas ist? Ich habe selber Kinder. Ich habe seine Kinder, die haben bei mir geschlafen. Ich habe sein Kind Schwimmen beigebracht. Und dann höre ich, nur weil man jemand irgendwas vorwerfen will, und dann glaubt es die Masse. Weißt du, was mein Anwalt gesagt hat? Da ist eine Aussage gesagt, ja, Arafat Abou-Chaker möchte die Kinder nach Klein-Machnow entführen. Dann sagt mein Anwalt, was will er denn machen? Frühstück, Mittag, Abendessen, noch Windeln wechseln oder was? Weißt du, wie er, na klar wurde das fallen gelassen. Alles schön und gut. Aber dieser Vorwurf, weißt du, wie beleidigend das ist? Aber bei dir ist es ja nur ein Vorwurf. Bei Sinan ist das bewiesen, das Video. Hör mir mal zu. Dieser, warte doch mal bitte. Ich musste auch lange damit kämpfen. Sinan hat, es ist ein Unterschied. Sinan hat in der Theorie geredet, aber er hat es nicht in der Praxis gemacht. Und glaube mir auch, vielleicht ist das auch gut, dass man darüber redet, dass wenn Allahu A'lam so eine Gedanken hat, die sind jetzt zerstört in ihm. Allah Arafat, Brahmet, Arafat, allein dieser Gedanke ist doch schon abscheulich. Brahmet, Maitini und Maitinek, wäre das in der Praxis, würde Sinan seinen Kopf in seinem Arsch wiederfinden. In der ersten Stunde wird das was kommen. 100%. Und nochmal, ich glaube, auch wenn er diese Neigung im Gedanken hat, ja, weißt du, wie soll ich dir das sagen? Auch wenn, ich will keine Vergleiche machen, weil ihr habt, guck mal, du redest mir auch aus der Seele, das ist ein Kind, Kind, wir brauchen nicht drüber reden. Was er da gesagt hat, Wallah, ist unverzeihbar. Und ich finde, Sinan, hier ein Appell an dir. Ich finde, er sollte sich auch in der Öffentlichkeit stellen, weil es auch alles in der Öffentlichkeit, er soll sich nicht irgendwo verstecken. Er soll kommen und reden und das Thema endlich mal beenden. Oder? Weil jeder springt auf dieses Thema. Warum redet, ich habe eine Frage. Oder ich Sinan, habe, guck mal, Bruder, ganz kurz. Sinan, der dies. Das sind alles Beleidigungen. Was können seine Eltern dafür? Jeder ist irgendwo schuld, der jede Beleidigung rausknallt. Oder? TikTok wird gleich abstürzen. Oder es ist, am Ende des Tages hat er gesagt, was er gesagt hat. Weil sein Wort hat Gewicht. Jeder hat darüber geredet, Bruder. Nimm diese Klicks mit. Und dann? Die sollen alle diese Klicks mitnehmen, Bruder. Sie machen ihre Pläne, doch Rabbul Alamin ist der Beste in Pläne schmieden, Bruder. Boah, es ist, aber ich will nur eine Sache. Ganz kurz, Bruder. Es ist seine Angelegenheit, was er gesagt hat, hat er gesagt. Und ich denke, seine Familie, sein Bruder Bruce, werden ihn darin unterstützen, mit dem, was er machen sollte. Und für das, was für ihn am besten ist. Und wie er wiederkommt oder ob er wiederkommt, das weiß ich nicht, Bruder. Guck mal, eine Sache will ich auch noch ganz wichtig sagen. Wir reden ganze Zeit von Praxis, ob er das gemacht hätte oder nicht. Triller, alala, da hat er nichts gemacht, wissen wir nicht. Aber jetzt mal Praxis beiseite, auch diese Theorie ist ekelhaft. Auch wenn er nur dran denkt, das ausspricht und diese Fetisch hat, ist ekelhaft. Beste Beispiel, Metzelder. Fußballer war vor Gericht, weil er auch Kinder Pornografien hatte, da hatte auch nur ein Fetisch oder Gedanken darauf. Auch ein ekelhafter Hund, der vor Gericht war und auch dafür bestraft wurde. Theorie und Praxis ist strafbar. Der Gedanke oder die Praxis, beides ist ekelhaft. Safe. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Warum hat denn niemand gegen Metzelder geschafft? Nein, wir versuchen. Also mir hört es sich so an, als ob die Praxis... Bruder, du ziehst dir irgendeine Sache aus dem Arsch gerade, Bruder. Abus einig, Bruder. Was er gesagt hat, ist absolut... Bruder, das geht nicht, Bruder. Das geht nicht. Du stellst uns so da, als würden wir sagen, ja, nein, Bruder, was der gesagt hat, geht nicht, Bruder. 100%. Das will ich nur einmal verdeutlichen. Bruder, 100%. Ganz kurz. Was er gesagt hat, geht nicht, Bruder. Er wird sich zu helfen wissen, Bruder. Lass ihn ein bisschen Zeit, Bruder. Lass ihn sich selber reflektieren, Bruder. Ich denke mal, er weiß, was er falsch gemacht hat, Bruder. Lass, Bruder. Momo. Ja. Aber an Gazi-Stelle jetzt.
muss er sich komplett distanzieren? Muss er ihn im Stich lassen oder muss er hinter ihm stehen und ihn zu einem Arzt schicken? Was musste Gazi? Also an meiner Stelle zum Beispiel du und ich, Barello, sind wie Gazi und Sinan. Jetzt stell dir mal vor, sowas würde von dir rauskommen und ich würde das wissen, dass du sowas gemacht hast. Ich hätte dich blockiert, ich hätte niemals mehr mit dir Kontakt gehabt. Ich sag dir offen, Barello, war deine Frage gerade an mich? Nein, der hat mich. Der hat mir die Frage gefragt. Was muss er machen? Also Gazi, was willst du machen? Was? Oder hörst du mir nicht zu? Er hat das doch mehrmals erklärt. Abi, du verstehst nicht. Bruder, es ist maximal Hype, dass du da sitzt und lachen kannst, Bruder. Nein, Abi, guck mal, Abi, du verstehst meine Frage nicht. Ich habe deine Frage schon dreimal beantwortet. In 2 Monaten wird es Streams geben, ja oder nein? Gazi, Abi? Ich bin live, Bruder. Abi? Ich küsse deine Augen. Ich bin live, Bruder. Ich komme. Ich habe eine andere Frage. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Er hat das gesagt. Alleine kann er. Er bereut mit tiefstem Herzen, ja. Er macht vielleicht noch ein paar gute Sachen. Bereut wirklich, wirklich bereut. Das weiß nur er und Allah Azza wa Jal. Wie willst du jetzt dein Leben lang ihn bespucken und beschimpfen? Oder wie ist das? Nein. Aber, also ich würde jetzt zum Beispiel ihn nicht mein Leben lang bespucken oder so, aber das ist so eine menschliche, kommt von Person zu Person an. Ich bin so ein Mensch, ich würde nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Ein gutes Recht, aber sag doch niemand was. Aber dann musst du respektieren, dass vielleicht ein paar Leute doch was mit dir zu tun haben, weil er sich vielleicht verändert hat. Weißt du, die Nähe, wir haben nicht die Nähe zu ihm. Und ey, ich ganz ehrlich, nochmal, ich verurteile das, was er gesagt hat. Arafat. Hammerbuch, ganz kurz. Ich kann mir nicht vorstellen im Kopf, dass der ein Kind anfasst. Es geht einfach nicht rein. Allah rahmat al-Muslimin. Allah an-Nabi, Shabab. Guck mal, Jungs. Ich sitze hier, ich habe eine Geräte im Hals. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss auf jeden Fall zum Arzt fahren. Alles, was ich hier sagen konnte, habe ich gesagt. Und inshallah, Arafat, wir sehen uns am Dienstag bei dir in Berlin. Inshallah. Ich hole morgen Momo ab um 14 Uhr. Ich fahre Hannover zu dir. Wir sehen uns, inshallah. Es war mir eine Ehre, ne, dass du live gekommen bist und dein Wort hat Gewicht. Ich hoffe, TikTok tut nicht abstürzen und es hat mich wirklich gefreut. Besser Abend. Wir sehen uns morgen, inshallah, mein Bruder. Inshallah. An alle, die hier drinnen sind, möge Allah euch schützen. Inshallah, bleibt ihr stabil und gesund. Assalamu alaikum. Wa alaikum.